Der Herr sei mit euch. In meinem Blog heute, wir beide natürlich, also Teddy und ich, wir möchten, und jetzt bin ich raus, Teddy. Also ich wollte nur sagen, mit wem sprichst du da überhaupt? Ich spreche doch da mit der Kamera, da, also das heißt nicht mit der Kamera, sondern mit den Leuten, die da gerade zuschauen. Da sind doch ganz viele, das wird jetzt aufgenommen, was wir hier tun, und das wird dann gesendet. Bin ich jetzt im Fernsehen? Also noch nicht so direkt bei ARD und ZDF, aber immerhin schon mal auf unserer Homepage und bei YouTube. Damit kennst du dich aus? Ich dachte, wenn man bei der Kirche ist, hat man mit modernen Dingen nichts am Hut. Ja, genau. Und wir verbrennen auch noch Hexen und wir machen Kreuzzüge, genau. Guck mal, das ist schon so lange her, das war sogar noch vor den Indianern. Und das hier? Was hast du da eigentlich für den ganzen Kram hingeschleppt? Sperrmüll war letzte Woche. Lieber Teddy, das sind Erinnerungsstücke vom Karneval. Schau mal hier zum Beispiel, das ist von einer Mütze von... Guck mal hier, kann man mal aufsetzen. Huch. Die passt dir ja mal gar nicht. Ja, das stimmt, die passt mir gar nicht. Die ist von meinem Opa. Von meinem Opa aus Köln. Der war nämlich Mitglied in der Karnevalsgesellschaft. Aber der ist auch schon mittlerweile 60 Jahre lang tot. Also das ist hier Alt-Köln, die gibt es gar nicht mehr, glaube ich. Aber ich halte diese Mütze tatsächlich in Ehren, obwohl sie mir nicht passt. Da bin sogar ich beeindruckt. Unsere Ahnen halten wir auch in Ehren. Aber was soll das sein, eine Narrenkappe? Also das ist so, an den Königshöfen früher. Da war das so, dass es Narren gab. Und die durften auch den König veralbern, ohne bestraft zu werden. Aber damit man die auch erkennt, oder der König die auch erkennt, hatten die so eine bunte Mütze auf, eben eine Narrenkappe. Dann konnte ihnen nichts passieren. Also mit der Kappe auf dem Kopf kann ich den ganzen Tag Unsinn machen, ohne bestraft zu werden? Denk gar nicht daran, jetzt Unsinn zu machen. Nö, ich wunderte mich nur, dass du nicht den ganzen Tag die Kappe auf hast, bei dem Unsinn, den du immer machst. Du bist frech wie immer. Aber schau mal hier zum Beispiel. Das hier, das ist der Mölmschener. Das ist eine der höchsten Auszeichnungen im Karneval in Mülheim an der Ruhr. Und wem hast du die geklaut? Die habe ich nicht geklaut. Die wurde mir verliehen für meinen Einsatz im Mülheimer Karneval. Darauf bin ich sogar ein kleines bisschen stolz. Aber man kann damit gar nichts machen. Wobei, sie sieht dir sogar ein bisschen ähnlich. Okay, ich nehme das mal so hin. Aber schau mal hier, das sind zum Beispiel Orden. Guck mal hier. Das ist einer vom letzten Jahr. Da haben wir noch richtig Karneval gefeiert. Guck mal. Oh ja, aber Orden, das klingt so nach Militär. Ja, das stimmt auch. Das ist tatsächlich eine Tradition, die beim Militär gibt. Und da kriegt man die dann für Verdienste, fürs Volk und Vaterland. Ja? Oder einfach, weil man an der Reihe war. Und im Karneval kriegt man die für seinen Einsatz für die Gemeinschaft und für den Spaß und für den Unsinn. Gleichzeitig sind sie für mich aber eben auch eine schöne Erinnerung, wie hier. Also, das sind bei uns ja die Federn. Je mehr Federn du hast, desto mehr hast du dich eingesetzt. Und du hast nur eine Feder? Ja, die habe ich für meinen Verdienst im Schwärmer Karneval bekommen. Und dieses Jahr bekomme ich meine nächste, weil ich es bei dir so lange ausgehalten habe. Na, immerhin. Was ist das da eigentlich? Das hier, das ist meine Teetasse. Nee, das meine ich nicht. Ich meine das kleine Ding da. Ach, das hier? Das sind doch nur Luftschlangen. Guck mal hier. Das ist laut Duden ein, habe ich extra aufgeschrieben, ein farbiges, aufgerolltes Papierband, das sich beim Werfen in die Luft in seiner ganzen Länge schlangenförmig auseinanderrollt. Geht natürlich nicht, wenn man es vormacht, ist klar. Oh, da hat aber einer studiert. Aber warum macht man das? Ja, also als Karnevalist würde ich sagen, das ist mir ganz egal, ne? Kümmert mich nicht. Aber als Pastor sage ich dir natürlich, Gott möchte, dass wir unseren Glauben ernst nehmen und danach handeln. Er will aber auch, dass wir gut miteinander umgehen. Und dass wir mit zusammenhalten. Und dazu gehört doch, dass man ja, miteinander lachen kann, übereinander lachen kann, dass neben dem Ernst des Lebens eben auch die Leichtigkeit des Lebens nicht vergessen wird. Und ich finde, Luftschlangen sind ein tolles Beispiel dafür, ein Symbol für die Leichtigkeit im Leben, besonders im Karneval. Sie sind bunt, wie die Menschen eben auch bunt sind, sie stiften Gemeinschaft,
weil sie eben sozusagen von einem Menschen zum anderen Menschen gehen und dazwischen geht es eben durch den Himmel sozusagen von Gott und von ihm wieder zurück. Na, was sagst du jetzt? Dafür kriegst du mit Sicherheit einen Orden. Na, mal sehen, vielleicht nächstes Jahr. Aber dieses Jahr haben wir ja keinen Karneval so richtig, keine Karnevalsmesse, kein Kinderkarneval, keine Karnevalssitzung. Ach doch, am Karnevalsamstag, da gibt es noch was. Und zwar macht die Kolpingsfamilie Schwelm so einen kleinen Zusammenschnitt, so Best-of-Karneval, sag ich mal, aus den letzten Jahren. Da komme sogar ich einmal vor. Das können wir uns ja mal anschauen. Und wenn du drankommst, kann man ja mal aufs Klo gehen oder neue Chips holen. Nein, war natürlich nur Spaß. Dann holen wir ein paar Luftschwangen raus, ziehen die Narrenkappe an und freuen uns daran, anderen Freude zu machen. Ich hätte das nicht besser sagen können. Schön, dass du das endlich mal einsiehst. In diesem Sinne euch allen, Schwelm! Hello! Ja.